der Session haben. Die Aufzeichnung läuft ab jetzt. Ich denke, beginnen dann. Herzlich willkommen zum Connect-Webinar an Tag an meinem Business-Arbeitsplatz. Ich werde jetzt gerade mal euch zeigen, was wir oder wie wir uns vorgestellt haben, dass wir das aufbauen. Ich habe so eine ganz kleine Einführung zu Wissen, Wissensarbeit, mobile Wissensarbeit. Weiß nicht, wer die Links gesehen hat im Vorfeld. Wir basieren ja dieses Webinar auf zwei Vorträgen, die es in 2010 und 2011 schon gegeben hat. Zeige ich euch gleich auch noch die Links. Ich würde euch ein bisschen was erzählen zu meiner grundlegenden Wissensmanagement oder meiner grundlegenden Selbstmanagement-Methode, muss man eigentlich sagen, Getting Things Done. Und dann habe ich mal die alten Präsentationen rausgezogen und habe da einfach die Top 7 mal extrahiert. Also ich würde ein bisschen sprechen über Dateiablage, klingt für den einen oder anderen vielleicht altmodisch, aber das ist nach wie vor sehr wichtig. Über Wissenslandkarten, Bookmarks, Notizbuch, Suche, Audio und Aufgabenverwaltung. Das ist natürlich in keinster Weise irgendwie so gedacht, dass das die alleinselig machende Sammlung ist. Ganz im Gegenteil. Ich habe extra auch auf der cognium.de im Vorfeld so eine kleine Blogparade angelegt, wo ihr aufgerufen seid, auch eure Ideen, also eure persönliche Wissensumgebung sozusagen mal zu posten und mal zu schreiben, damit nicht ich heute nur erzähle eine Stunde lang, sondern wir eben die Ideen von euch allen da auch mit reinbekommen. Je nachdem, wie lange es dauert, würde ich so eine kleine Abfrage nochmal machen, also was euch von den 7 besonders interessiert, so eine Abstimmung und dann sind wir einfach radikal demokratisch. Die Tools, die die meisten Votes sozusagen bekommen, die würden wir uns einfach im Detail dann nochmal anschauen. Ich kann die auch am Desktop dann sharen und zeigen, wenn es da Fragen dazu gibt. Und am Ende würde ich sagen, lassen wir mal noch so 10 Minuten Platz, also 13:50 bis 14 Uhr für ganz allgemeine Fragen und Antworten. Also kleine Q&A-Session. Der Chat, ich sehe es links schon, die einigen haben ihn schon entdeckt. Das heißt, der steht für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen offen. Die Mikros sind im Moment jetzt stumm geschaltet gewesen, einfach bei so vielen Leuten. Wir sind aktuell 50, dass man die ganzen Hintergrundgeräusche nicht hat. Wir würden aber die Mikros dann auch aktivieren, wenn ihr sagt, ihr wollt euch zu Wort melden und dann kann man eben einzelne Leute da freischalten, dann könnt ihr euch einbringen. Videos für alle deaktiviert, weil wenn so viele Leute im Videostream sind und einer hat eine schlechte Verbindung, dann kann es eben sein, dass das Video dann wackelt. Wir zeichnen das Webinar auf, stellen es hinterher auf YouTube bereit und verschicken den Link zu Folien und der Aufzeichnung. Genau, so viel vorneweg. Da votet schon einer für Aufgaben. Ist ein bisschen früh. Es gibt nachher noch ein eigenes Voting. Da können wir im Prinzip dann sozusagen separat abstimmen. Ich habe euch auch in die Folien reingepackt. Moment, jetzt muss ich hier gerade mal umschalten. Einfach die Links zu diesen zwei anderen Webinaren. Ein Tag an meinem Wissensarbeitsplatz 2011 gibt es auf SlideShare und entsprechend der mobile Wissensarbeiter. Und ich weiß nicht, Dirk, solange ich jetzt erzähle, sollen wir dein Video dann ausblenden oder willst du sichtbar Ja, genau, wir sein? können mein Video ausblenden in der Zeit. Das macht hier keinen Sinn, dass ich es anhabe. So Dann müsste kannst du in Ruhe einen ausgeblendet Kaffee sein. trinken Gut. und so weiter. Genau. Okay, sehr schön. Also, wie gesagt, über die einzelnen theoretischen Inhalte gehe ich jetzt relativ schnell drüber. Da stand ja einiges auch in den anderen Foliensätzen. Wenn ihr wollt, können wir das hinterher in der Q&A-Session nochmal vertiefen. Ich finde es wichtig, wenn wir über Wissensarbeit und Wissensmanagement generell sprechen, dass wir das nicht nur mit Informationen und Informationsmanagement verwechseln und dann nur E-Mails sehen, sondern uns auch immer bewusst machen, was ist eigentlich Wissen. Und ich verwende da ganz gern dieses Modell von Max Bonson. Agent in the World heißt das, so ein bisschen modifiziert, wie man es jetzt hier sieht. Im Prinzip, was Bonson sagt, ist, wir als Menschen agieren sozusagen in der Umwelt, die sendet irgendwelche Reize an uns, seien es E-Mails, seien es Gespräche, irgendwas, was in der Zeitung steht. Diese Reize werden von uns gefiltert. Und zwar werden die schon gefiltert auf Basis unseres Vorwissens, weil wir der Welt gegenüber mit einer gewissen Erwartungshaltung gegenübertreten und bestimmte Sachen auch gar nicht an uns ranlassen. Da gibt es so kognitive Phänomene wie zum Beispiel den Confirmation Bias oder die Postrationalisierung, die einfach dafür sorgen, dass wir nicht irgendwie ganz rationale Wissenswahrnehmungswesen sind, sondern da eben ganz viel Filterung passiert. Das muss uns bewusst sein. Und natürlich auch sowas wie Überlast zum Beispiel, wenn ich sehr viel zu tun habe, meine Wahrnehmung einschränkt. Und dann kann ich vielleicht den tollsten Leuten auf Twitter folgen, aber ich habe gar keine Zeit mehr zu verfolgen, was die eigentlich da schreiben. Und dann nehme ich eben auch dieses Wissen nicht mehr wahr. Auf Basis des Wissens handeln wir in der Welt, und da schließt sich dann der Kreislauf. Unsere Handlungen führen dann eben wieder zu neuen Reizen, sei das Feedback, sei das Antworten, sei das Kommunikation mit anderen. Gesteuert wird das Ganze natürlich von unserem Motivations- oder Zielesystem.
Also das gleich nur so als Kleinigkeit vorweg. Wenn wir dann im Zusammenspiel kommen mit anderen, auch das ist wichtig. Viele haben bei Wissensmanagement immer gleich die Dokumentation im Kopf, also so die Idee, wie können wir denn alles aufschreiben, was wir wissen, wie können wir unser ganzes Wissen in Wiki einpflegen. Wo ich auch sage, Vorsicht, Wissenskommunikation ist mindestens genauso wichtig. Und der Carsten Ehms hat es mal schön zusammengefasst, Carsten Ehms von Siemens, er hat gesagt, Wissensmanagement ist die fallweise Balancierung eigentlich zwischen Wissensdokumentation und Wissenskommunikation. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz, zu sagen, in manchen Fällen reicht es, sich persönlich für ein Gespräch zu treffen, brauche ich gar kein Wiki aufsetzen und kein SharePoint. In anderen Fällen ist vielleicht die Dokumentation sinnvoller, also da, wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, dem empfehle ich das Papier What's the Strategy for Managing Knowledge von Hansen et al. Wenn es interessiert, kann ich nachher den Link auch noch posten und bereitstellen. Genau, dann zum Thema Wissensarbeit, mal aufsetzend auf der Definition von Wilke, kann man sagen, Wissensarbeit kennzeichnet Tätigkeiten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass das Wissen, was ich brauche, um die Tätigkeiten durchzuführen, kontinuierlich revidiert wird. Also das Wissen ist nie Wahrheit, sondern entwickelt sich ständig weiter, ist dementsprechend permanent als verbesserungsfähig anzusehen, ist eine Ressource und ist untrennbar mit Nichtwissen gekoppelt. Also das heißt, mit dem Zuwachs meines Wissens wird mir vielleicht auch immer bewusster, was ich alles nicht weiß und sozusagen diese Nichtwissensdomäne, die ich mir erschließen kann über meine eigene Wissensstrategie. Mobile Arbeit, das sind Tätigkeiten, die nicht an einem stationären Ort ausgeführt werden. Und man hat ja, wenn man Andrea Nahles zum Beispiel hört, die spricht ja noch so vom Normalarbeitsverhältnis. Da ist so gewerkschaftlich organisiertes 9-to-5 an einem fest definierten Arbeitsort vielleicht zu verstehen. Ich habe euch da mal aus dem gerade die Woche erschienenen Weißbuch Arbeiten 4.0 eine Grafik rausgezogen, was man die gut lesen kann. Im Download könnt ihr das dann gut lesen. Wo man im Prinzip sieht, es gibt so eine räumliche Dezentralisierung der Arbeit. Das heißt, neben dem Arbeitsplatz, den ich vielleicht in der Firma habe, bin ich in einem Coworking Space. Das kann ein interner oder ein externer sein. Ich arbeite in virtuellen Teams. Ich arbeite mobil im Hotel, im Flugzeug, im Zug, wo auch immer, oder eben auch im Homeoffice, wo immer auch neben den ganzen technischen und Tool-Perspektiven natürlich immer auch rechtliche Perspektiven dranhängen, sowas wie ist das Arbeitszeit, wenn ich am Wochenende arbeite, wie wird das gerechnet, aber auch kulturelle Perspektiven, wenn ich 8 Stunden sozusagen auf der Arbeit war und mein Chef schickt mir dann noch eine E-Mail, muss ich die beantworten und wenn ja, zählt das als Arbeitszeit oder nicht. Also da einfach mal so als Quellen noch, wer mag, kann da eben auch ein bisschen tiefer noch einsteigen. Ja, bevor wir in die Tools einsteigen, was ich jetzt im Laufe der Jahre, woran ich sehr viel gefeilt habe und was ich als relativ wichtig erachte, ist, dass man so die Ausrüstung, die man braucht, optimiert. Wenn man jetzt sagt, man arbeitet mobil, klar kann man sagen, ich habe ein iPad dabei oder habe ein iPhone dabei oder ein Notebook dabei. Aber je nachdem, was man arbeitet, mit wem man arbeitet, ist es doch irgendwie differenziert zu betrachten, was man da eigentlich braucht und was man auch mitnimmt. Deswegen habe ich einfach mal die 2 Folien, die in den anderen Präsentationen drin waren, aktualisiert. Das heißt im Moment, ich habe ein Notebook, was auf Windows 10 läuft, ein Dual Boot auch ein Ubuntu drauf hat, also ein Linux-System. Ich habe ein iPad Pro. Deswegen, weil man da schön malen kann, also da wird so langsam diese Haptik zwischen Papier, früher hatte ich noch sehr viel so Moleskine-Bücher, das wird jetzt mit dem iPad Pro so langsam so, dass man da auch schön schreiben und malen kann drauf und man Stück für Stück eigentlich so dieses Papierzettelwerk hier, Notizen und Moleskine-Bücher und so loswerden kann. Ein iPhone, das große, was so vom Screen so ist, dass wenn man auf einer Konferenz unterwegs ist, man mit einer mobilen Tastatur durchaus auch gut schreiben kann beispielsweise, ein Notebook vielleicht gar nicht mehr braucht. Eine Smartwatch hier am Arm, Apple Watch, gerade für so Notifications, wo man sieht, E-Mails kommen rein, ist es notwendig, die zu bearbeiten oder nicht. Und was ich für unterwegs auch relativ wichtig finde, ist im Prinzip auch dort sich sozusagen die Möglichkeit zu schaffen, sich ein bisschen auszuklinken, zu entkoppeln von der Umwelt. Gerade wenn man ruhig arbeiten will in einem Café und da verwende ich eben ein Kopfhörer-Headset, damit kann man auch telefonieren, mit so einer aktiven Geräuschunterdrückung. Das heißt, wenn man den einschaltet, dämpft es im Prinzip die ganzen Umgebungsgeräusche runter und man hört eben um sich herum, will nicht sagen nichts mehr, aber doch nicht viel, man kann sich sehr gut konzentrieren. Genau, dann habe ich mal noch ein Foto gemacht, das ist auch ein Update aus der alten Präsentation, da will ich die vergleichen.
Ja, genau, sehr schön. Der Olli schreibt, sind in der Firma verboten wegen Feueralarm. Sehr gut. Genau, ich bin von der Tasche oder vom Rucksack auf einen stoßfesten Rucksack übergegangen, weil es mir mal ein iPad da drin zersplittert hat. Ich habe eine Mappe, wo der Papierkram sich drin befindet, die zum Glück immer dünner wird. Das iPad hatte ich erwähnt, Notebook, eine Backup-Platte 4 TB. Gerade wenn man unterwegs mal was mit Videos oder Audio macht, ist das ganz gut, sowas dabei zu haben. Dann habe ich, das sieht man, das sind diese, Moment, schaue hier gerade mal. Siehst du meine Maus, Dirk? Kann man meine Maus sehen? Im Moment sehe ich sie nicht. Warte mal, dann nehme ich mir hier mal den Pfeil. Wo ist der Pfeil? Ach. Ups. So, jetzt? Warte, also entweder ich bin blind, aber bei mir kommt sie Ich nicht mache hier mal so einen schönen rüber. roten Kreis außenrum. Ah, jetzt den farbigen Kreis sehe ich jetzt, was du jetzt eingekreist hast, aber mit dem Stift wahrscheinlich. Genau, also das sind so Zipperbags, ne? Man sieht unten, da gibt es einen ganzen Haufen Kleinzeug, seien das Mikrofone, um mobil mal Podcasts aufzunehmen oder Adapter, was weiß ich, man kommt irgendwo hin, beim einen gibt es HDMI, beim anderen DVI, beim anderen VGA. Und damit dieser ganze Krams nicht im Rucksack rumfliegt, verwende ich solche Zipperbags, kann man auf Amazon bestellen. Das heißt, da gibt es dann einzelne für Audio, für USB und Strom, für Präsentationsadapter, die ich da reinpacke, dass das eben im Prinzip so eine Grundordnung hat, kann man sagen. So, dann gucken wir hier mal weiter. Bevor ich in die einzelnen Tools einsteigen will, ich möchte ein bisschen der Idee vielleicht vorbeugen, auf die man kommen könnte. So, man ist so auf der Suche nach dem perfekten Tool. Ich würde sagen, meine zwei All-Time-Number-One-Top-Tools sind einfach Zeit und Experimentierfreude. Zeit deswegen, ich habe mal diesen kleinen Cartoon da oben rein, wo zwei Leute irgendwie schuften wie wild und ein Rad haben, was eckig ist und den Kollegen, der ihnen da ein Tool oder ein Werkzeug anbietet, nämlich ein rundes Rad, mit der Begründung ablehnen, zu sagen, no thanks, we are too busy. Also das heißt, man muss sich so ein bisschen darauf einlassen, an seinem eigenen Managementsystem einfach zu arbeiten. Und das macht auch keinen Sinn, nach einer durcharbeiteten Woche mit 40, 50 Stunden das zu tun, sondern dafür ist einfach Zeit einzuplanen und auch im Prinzip so ein bisschen, ja, Experimentierfreude, Frustrationstoleranz. Nicht jede Methode, nicht jedes Tool, was man ausprobiert, funktioniert. Entweder funktioniert generell oder funktioniert für einen selber. Es gibt Methoden, die sind eher für sehr strukturierte Leute, die funktioniert vielleicht für die Kreativen nicht so gut. Es gibt Tools, die sind sehr digital, die funktionieren für jemanden, der gerne mit Papier noch arbeitet, nicht sehr gut. Also ich glaube nicht daran, dass es so die eine gute, beste Lösung gibt, sondern jeder muss sich eigentlich seinen perfekten Ansatz irgendwie zusammenbauen. Und da kann man kein Buch dafür kaufen, sondern das ist einfach eine Sache von Ausprobieren, von Iterationen, von Verstetigung, von Dingen, wo man einfach merkt, die funktionieren für mich gut. Unter dem Ansatz steht auch alles, was ich erzähle, nämlich das sind Dinge, die sich eben für mich bewährt haben. Heißt nicht, dass ich die für euch automatisch auch bewähren muss. Ja, was ich so generell verwende, ist Getting Things Done. Da bin ich, glaube 2003 auf einem Barcamp mit in Berührung gekommen. Das ist eine Methode zur Selbstorganisation von Wissensarbeitern, die eigentlich recht simpel ist, aber die sich in meinem Kopf mittlerweile doch sehr stark eingebrannt hat. Gibt es ein Buch dazu, gibt es auch ein schönes Papier mit dem Titel The Science of Getting Things Done. Also wer so ein bisschen die Kognitionspsychologie nachlesen will, warum das funktioniert. Und wenn ich so kurz beschreiben wollen würde, würde ich sagen, der Kern von Getting Things Done ist diese Komplexität, die man als Wissensarbeiter die ganze Zeit im Kopf hat, nämlich durch dieses Zeug, was David Allen schreibt, was auf einen einprasselt, irgendwie strukturiert verarbeitbar zu bekommen und in einem System, dem man vertraut. Das ist so für mich eigentlich die Essenz. Das heißt, wenn man von oben nach unten mal durchguckt, man hat irgendwie Zeug. Das kann sein, das ist, ich habe mal hier einen Moment, blende ich mal mit ein. Das können E-Mails sein, das können Meetings, Gespräche sein, das können Instant Messaging sein, das kann Twitter sein, das kann die Zeitung sein. Also auf uns prasselt alles Mögliche ein und wir müssen irgendwie erstmal überhaupt filtern, womit wollen wir uns befassen. Und die Sachen, mit denen wir uns befassen wollen, die müssen wir irgendwie strukturieren und dafür gibt es eben so einen Eingangskorb. Macht in der Regel nicht einen, sondern viele. Aber gedanklich sozusagen ist die Idee, nur einen Eingangskorb zu haben und darauf zu priorisieren. Dann sagt man im Prinzip, worum handelt es sich da? Kann man damit irgendwas tun? Ist es actionable, heißt es im Englischen.
Idealerweise ist es nicht actionable und man braucht es nicht, dann schmeißt man es in den Müll. Da bin ich auch mittlerweile sehr, sehr radikal. Also viele Sachen, die ich früher noch gesammelt habe, schmeiße ich einfach weg. Konferenzflyer, Briefe, alle möglichen Werbungen, die auf einen einprasseln. Vielleicht ist es was, wo man sagt, irgendwann lohnt es sich vielleicht, sich damit zu beschäftigen. Dann kommt es auf eine sogenannte vielleicht irgendwann Liste und es gibt eine Referenzablage. Und man sagt, das sind Dinge, da kann ich zwar nichts mitmachen, aber irgendwann brauche ich es vielleicht wieder. Das ist bei mir ein OneNote, ein File-Server und eine Wiki-Plattform. Kommen wir nachher noch dazu. Wenn ich was mit tun kann, wenn es actionable ist, ist die Frage, was sind die nächsten Schritte? Sind es mehr als zwei Schritte oder ist es nur einer? Wenn es mehr als zwei Schritte sind, werden konsequent da Projekte draus gemacht. Das muss jetzt nicht unbedingt das sein, was ihr als Projekt in eurer Firma drunter versteht, sondern es ist einfach etwas, wo es sich lohnt, eine Aufgabenliste oder einen kleinen Projektplan dazu anzulegen. Die mache ich bei mir auch in OneNote. Und wenn die nächsten Schritte eben weniger sind als zwei, dann ist die Frage, dauert es länger als zwei Minuten, das zu erledigen? Wenn ja, wenn es weniger als zwei Minuten dauert, dann macht man es einfach, weil der Aufwand, das irgendwo zu erfassen, viel größer wäre, als direkt zu tun. Wenn nein, ist die Frage, muss ich selber machen oder jemand anderes? Wenn es jemand anderes macht, delegiere ich es und packe es auf eine Liste der Dinge, auf die ich warte. Wenn ich selber machen muss, dann gibt es zwei Aufgabenlisten. Die eine pflege ich in Wunderlist, das sind sozusagen die nächsten Aufgaben. Das heißt, das sind welche, die irgendwann zu tun sind. Und wenn sich zum konkreten Termin machen muss, dann geht es eben in den Terminkalender. Also das ist so in Kürze quasi Getting Things Done mal im Überblick. Ich sehe gerade, die Sibylle hat Schwierigkeiten, was zu sehen. Ich hoffe, das geht nicht vielen so. Ich glaube, da können wir jetzt technisch gerade nichts dran ändern. Vielleicht der Tipp, es gibt eine App zu Skype for Business auch, wer die Chance hat, die zu nutzen. Darüber kann man es auch probieren, wenn es am PC nicht geht. Eventuell auch, wenn man einen anderen Browser hat, kann man vielleicht einen anderen Browser probieren. Ja, sie sagt, sie sieht nur das Video, nicht die Präsentation. Anhand der anderen Kommentare denke ich aber, der Rest muss die Präsentation sehen. Okay, gut. Dann schauen wir mal da rein. Oben drüber steht noch Top 10 Liste. Ich habe das ein bisschen reduziert, weil sonst hätte man so viel Zeit gebraucht. Ich habe da mal eine Top 7 draus gemacht, die ich euch gern vorstellen würde. Zum einen mal, hatte ich ja schon gesagt, möchte ich ein bisschen über wissensorientierte Ablage sprechen. Da verwende ich ein ganz normales Windows File Share, OneDrive in der Cloud und eine Own Cloud Instanz. Dann das Thema Wissenslandkarte, da verwende ich Xmind, manchmal FreeMind. Das ganze Thema Bookmarking, da gab es in Bezug auf die anderen Präsentationen, wer die durchgeguckt hat, so ein Shift, da hatte ich früher Delicious sehr stark verwendet, das ist aber ja aufgekauft worden, so ein bisschen seinen Charakter verändert, da bin ich auf Pocket geswitcht. Als Notizbuch verwende ich OneNote für die Suche, da erzähle ich ein bisschen was über Google Custom Search Engine. Audio Podcasts, wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass das ein Thema ist, was mir sehr wichtig ist, weil ich das als ein geniales, informelles Lerninstrument sehe. Und Aufgaben entsprechend Wunderlist, ursprünglich ein Berliner Startup, mittlerweile von Microsoft gekauft. Also die Startups, die wir haben, die gut funktionieren, die wandern dann irgendwann doch meist nach USA. Genau, ich würde es auch so machen, ich habe für jedes dieser Tools so einen kleinen Steckbrief, anhand der ich das vorstellen würde. Und ich fliege da einfach jetzt mal ein bisschen schneller drüber, nicht wundern, weil dann kommt die Abstimmung, dann können wir uns im Prinzip angucken, was wir noch detaillieren wollen. Das will ich einfach machen, damit ihr ein bisschen steuern könnt, welche Sachen euch detaillierter interessieren und ich euch da nicht langweilen mit Sachen, wo ihr sagt, kennen wir eh alle schon. Genau, vielleicht vorneweg nochmal zum Thema Dateiablage. Das haben wir bei uns jetzt in der Organisation getrennt mal in diesem Kreuz. Interne, externe Ablage, auf der anderen Seite persönlich und organisational. Das kann man jetzt auch nochmal trennen in diese zwei Dimensionen, Wissenskommunikation und Dokumentation. Wenn man da jetzt mal so die Tools reinmappt, dann ist eben Kommunikationsbereich sehr viel Outlook nach wie vor, weil es einfach organisationsübergreifend das ist, was am besten funktioniert, was jeder hat, wo jeder Zugriff hat. Instant Messenger habe ich glaube ich auf dem iPhone 9 oder 10, wenn nicht mehr, weil einfach verschiedenste Communities da ganz andere verwenden, angefangen bei WhatsApp, Skype for Business, Threema, Telegram, WeChat, also da gibt es eigentlich die ganze Palette, Snapchat, da denke ich, muss man sich einfach darauf einlassen, die Idee zu sagen, ich will so den einen Messenger, mit dem ich alles abfackeln kann, das wird glaube ich nicht gut funktionieren.
Skype for Business sehr stark, kommt jetzt auch gerade im Mittelstand in Breite, weil einfach viele auf Office 365 switchen. Threema haben wir so als Standard Instant Messenger, einfach weil er mit Servern in Europa und europäischem Datenschutz da einigermaßen Sicherheit bietet. Dokumentation im persönlichen OneNote hatte ich schon gesagt, OneDrive persönlicher Ordner und Ordner auf dem File-Server. Nach außen, wir versuchen sehr viel Working Out Loud zu praktizieren, also viele Inhalte einfach auch nach außen zu kommunizieren, damit andere die nutzen können. Da hat jeder seinen eigenen Weblog, Microblog über Twitter vornehmlich, aber auch Podcasts, also Inhalte über Audioformate nach außen spielen, persönlicher Vimeo-Kanal, wenn man mal Videos veröffentlichen muss zu irgendwas. Und eine Dropbox ist auch an vielen Stellen im Einsatz, auch in den vielen Firmen natürlich verboten. Genau, organisationale Kommunikation, Yammer kommt mit Office 365. Wir haben noch eine eigene Community-Plattform, die basiert, also heißt Cognium Connect, basiert auf Discourse. Das kommt von den Gründern von Stack Overflow. Wer da so ein bisschen in der Programmiererszene ist, kennt es vielleicht. Das ist so die Yahoo-Answer für Programmierer, könnte man sagen. Haben nach extern noch eine Xing-Gruppe, die Bedeutung nimmt relativ stark ab. Da wird vielleicht im nächsten Jahr schon LinkedIn stattdessen stehen und eine Facebook-Gruppe. Und im Bereich der Dokumentation, ähnlich wie oben, verschiedene organisationsweite OneNote-Notizbücher, einen File-Server. Nach außen unser Wiki, das Copedia unter wiki.cognion.de. Da landet viel drin, SlideShare on Cloud und ein YouTube-Kanal, wo hinterher dann auch so ein Webinar, wie das heute zum Beispiel landen wird. Ja, ich fliege schnell drüber. Wissensorientierte Dateiablage. Das ist auch eine Folie, die kennt ihr, wenn ihr die alten Folien angeschaut habt. Für mich persönlich ist es eigentlich wichtig, da so diese Balance zu finden zwischen mir, was will ich eigentlich, wo sind meine Talente, meine Sehnsüchte, die Träume, also meine eigene Vision und auch so den Bedürfnissen der Welt, also was wollen eigentlich Leute von mir? Und man könnte das so als Berufung sehen, also was ist so das eigene Mission Statement eigentlich fürs eigene Leben? Und idealerweise macht man aus seiner Berufung seinen Beruf. Mancher schafft das nicht, der hat dann nebenher noch bestimmte Aufgaben oder Projekte, die er sich gibt. Aus den dreien kommt eigentlich Bedarf für Wissensgebiete, also für Themen, zu denen ich was wissen muss, damit ich die gut ausführen kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, das für sich mal strukturiert irgendwie anzugehen und zu sagen, okay, was sind das eigentlich für Themen, die mich interessieren? Weil ich halte nicht viel davon zu sagen, okay, jetzt ist hier Twitter und da schreiben so und so viele Leute und dann meldet man sich da an und folgt erstmal 10, 20 und hat eine riesengroße Informationsflut und sagt dann, Twitter ist kein gutes Tool, weil es bietet mir irgendwie viel zu viel, ich finde mich da nicht zurecht, sondern idealerweise habe ich schon eine Idee, zu welchen Themen will ich mich eigentlich auf Twitter informieren und dann suche ich dort nach den Hashtags, nach den Leuten, die eben für diese Themen stehen. Wenn man diese Wissensgebiete dann hat, ist eigentlich der nächste Schritt zu sagen, man erstellt sich da mal so eine Wissenslandkarte, da kommt sowas wie das X-Mind ins Spiel, oder auch FreeMind oder der Mind Manager oder iThoughts auf dem iPad, und man macht sich da eben entsprechende Dateiablage und idealerweise eben auch die Dateiablage so, dass die nicht nur für ein Tool, also dass man diese Wissenslandkarte für die Strukturierung seiner Ablagen verwendet, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, man sieht das so in einem kleinen Screenshot, wir haben jetzt bei uns in der organisationsweiten Ablage sowas wie administrative Inhalte, jeder Mitarbeiter hat sein Verzeichnis, es gibt zu den ganzen Kunden, Organisationen, eines, die ganzen Produkte, Projekte, Prozesse und am Ende eben auch die Wissensgebiete. Und da drin liegen eben alphabetisch, alle Wissensgebiete, die in unserer organisationsweiten Wissenslandkarte eine Rolle spielen, drinnen. Und das ist auch, also meiner Einschätzung nach, interessant zu, vielleicht im Chat mal einen Kommentar zu posten, ob ihr das auch so seht oder die Erfahrung auch gemacht habt. An vielen Stellen denkt man über ganz komplexe Content-Management-Systeme und tolle Technologien nach, und so ganz banale Sachen wie, wo finde ich eigentlich den letzten Stand der Präsentation zum Projekt XY, das ist nicht beantwortbar in Organisationen. Und das heißt, da vielleicht so der Hinweis, erstmal das Laufen lernen, um dann rennen zu können. Und vielleicht spielt sowas wie eine ganz banale Dateiablage da eben auch eine Rolle. Genau, Bookmarks hatte ich schon gesagt, da kommt schon von Clara Holler das Yes, genau, wenn ich so interpretieren kann, das Y in Klammern. Das Pocket ist ein Dienst zum Speichern von Bookmarks in der Cloud. Man kann zugreifen über Web oder über App. Man kann alle Bookmarks, die man da speichert, auch mit Tags versehen. Das halte ich für recht wichtig, dass man die hinterher auch wieder auseinandersortiert bekommt. Da verwende ich jetzt zum Beispiel genau die gleichen Tags wie
also die aus der Wissenslandkarte kommen. Das heißt, wenn in der Wissenslandkarte zum Beispiel ISO 9001 steht, verwende ich das als Tag und egal, ob ich im Wiki was dazu schreibe oder eben meine Bookmarks sammle, tagge ich das damit. Weil das geht dann manchmal so, was wir das auch kennen, so im Hinterkopf, man weiß, Mensch, vor 3 Wochen hatte ich da irgendwie eine tolle Studie gesehen und in der Regel findet man die nie wieder, wenn man nicht irgendein Instrument hat, um die sozusagen suchen zu können. Moment, ich bin ganz zu weit gesprungen. Das gleiche sieht man im kleinen Interface, ist eben auf den mobilen Geräten, in dem Fall jetzt iOS, gibt es dann entsprechend die App und man kann aus dem Browser sozusagen jede Seite, wo man ist, mit einem Knopfdruck eben in Pocket speichern und auch noch mit Text versehen, sodass man vielleicht, wenn man gerade keine Zeit hat, sich das anzuschauen, im Nachgang eben da nochmal drüber gucken kann. Und das mache ich auch einmal im Monat, halte ich mir immer eine Stunde frei, um über die Bookmarks des letzten Monats zu gucken und zu schauen, sind da Sachen dabei, wo ich nochmal lesen muss. Ne? Wenn man da über eine 40-Seiten-Studie stolpert, die kann man vielleicht nicht gleich sich angucken. Und bei den Dingen, wo ich sage, das muss ich jetzt im nächsten Monat mir mal zu Gemüte führen, dann plane ich das eben entsprechend auch im Kalender ein. Genau, dann Notizbuch, OneNote, das ist eine der größeren Änderungen im Vergleich zu den 2 anderen Präsentationen. Da habt ihr vielleicht noch das persönliche Wiki drin gesehen. Wir hatten ein sogenanntes Self-Contained Wiki, das war so eine HTML-Datei mit JavaScript und die hat sozusagen das ganze Wiki beinhaltet, konnte man dann in der Dropbox oder irgendwo hinlegen, um darauf zuzugreifen. Das ist im Prinzip komplett durch OneNote abgelöst worden. Das heißt, OneNote ist entweder im MS Office dabei oder in Office 365. Man kann es alleine nutzen, man kann es im Team nutzen. Man hat innen drin die Möglichkeit, es nochmal zu strukturieren in einzelne Notizbücher. Notizbücher können Abschnitte haben, Abschnitte können Seiten haben. Und was spannend ist, in diesen Seiten, also funktioniert die Suche durch alles. Man kann alle Sachen taggen innen drin. Und es gibt eine sogenannte Wiki-Funktion. Das heißt, wenn ihr die eckigen Klammern vielleicht gewohnt seid aus der Wikipedia. Das gleiche kann ich in OneNote auch verwenden. Und wenn ich irgendwie schreibe, hier bla bla OneNote und setze OneNote in eckige Klammern, wird es automatisch ein Link auf eine Seite, die OneNote heißt und die wird dann auch direkt angelegt in dem OneNote. Und was der Riesenvorteil eben ist, es synchronisiert über alle Endgeräte. Das heißt, alle Ausstattungen, die ich sozusagen jetzt vorhin gezeigt habe, sei es das Notebook, sei es das iPad, sei es das iPhone, sogar die Apple Watch, überall habe ich Zugriff auf die OneNote-Inhalte. Und bei uns so ein bisschen die Strategie, möglichst viel unserer Inhalte eben offen bereitzustellen, Stichwort Open Educational Resource Strategie. Das heißt, viele Inhalte entstehen erstmal in OneNote und wandern dann eben im Laufe der Zeit in unser offenes Wiki, damit da eben auch andere darauf zugreifen können. OneNote könnte man ein eigenes Webinar machen, weil da stecken noch sehr viele Power-User-Funktionen drin, aber vielleicht so viel mal dafür. So, dann Suche, das sieht man auch bei vielen vielen Wissensarbeitern. Man googelt einfach so, was da vielleicht so ein kleiner Trick ist. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wer einen Google-Account hat, kann sich sogenannte Google Custom Search Engines anlegen. Das bedeutet, man verwendet Google eigentlich als Suchmaschine, aber man kann in der Custom Search Engine die URLs einschränken, auf denen gesucht wird. Also das heißt, Google sucht dann nicht im ganzen Universum aller Webseiten, sondern ich kann sagen, ich will, dass du nur auf diesen 20 Webseiten suchst. Wofür kann man das verwenden? Was ich zum Beispiel mache, wenn ich mal gucken will, was machen eigentlich alle DAX-Unternehmen im Wissensmanagement, da wird mir so eine DAX-Suche eingerichtet, die sucht auf den Webseiten aller DAX-Unternehmen. Oder Science Search, habe ich 2 verschiedene, ich habe mal die URLs aller deutschen Universitäten in so eine Suchmaschine gespeist und kann in allen Universitäten durchsuchen, welche Lehrstühle, welche Fraktionen beschäftigen sich eigentlich mit Wissensmanagement. Oder ich kann Experten suchen, da suche ich einfach nur in sozialen Netzwerken beispielsweise, in LinkedIn, in Xing, in ResearchGate. Also jeder, der einen Google-Account hat, kann sich beliebig viele solche Suchmaschinen anlegen. Das kann man auch einfach mal ausprobieren, kostet nichts, ist natürlich wie bei allen Google-Produkten ein bisschen Werbung eingeblendet, ist aber sehr, sehr, sehr hilfreich, finde ich. Genau, noch als kleiner Tipp, mit einem Tool, das ist auch hinten in der Linkliste drin, heißt DocFetcher. Damit kann man eben auch Laufwerke durchsuchbar machen. Wir haben so, was weiß ich, einen Ort bei uns in der Ablage, da wandern die ganzen Präsentations-CDs aller Konferenzen rein, wo man natürlich nicht jedes Paper einzeln angucken kann. So Stichwort Big Data, ich habe den Stefan Holtel gesehen, der hat bestimmt noch ein paar Tipps und Tricks auf Lager, wie man da noch besser rangehen kann, aber so eine Volltextsuche einfach mal auf allen zu haben, dafür ist DocFetcher eigentlich ganz gut geeignet. Ist hinten drin der Download-Link. So, dann Audio-Podcasts.
so ein bisschen das Mauerblümchen vielleicht im Multimedia-Bereich. Alles spricht von Video, spricht von YouTube, von Snapchat, von, wie ist das, der Streaming-Dienst auf, oder Facebook-Video, Facebook Live gibt es ja jetzt auch. Für mich hat sich gezeigt, ich habe viel mehr Kontexte, wo ich Audio konsumieren kann, als wo ich Video konsumieren kann. Das heißt, wenn ich im Auto sitze, kann ich kein Video schauen. Darf ich gar nicht. Wenn ich im Flugzeug bin, wenn ich in der Straßenbahn laufe, will ich nicht die ganze Zeit mit dem Handy irgendwie vor mir rumlaufen, weil am Ende die Treppe noch runter. Und da ist halt Audio super, weil man steckt sich die Kopfhörer in die Ohren oder setzt sie auf und kann eben Dinge anhören. Und ich muss sagen, ich höre so ungefähr 8 bis 10 Stunden Podcast pro Woche. Und das ist für mich eigentlich neben Twitter das Nummer 2 Lerntool, muss man sagen. Weil ähnlich wie bei Twitter suche ich mir dort die Podcaster, die eben interessante Themen haben, über die ich mich aufschlauen will. Die Podcasts abonniere ich und die kommen dann wie so ein Newsletter ganz automatisch aufs Endgerät. Also die Screenshots, die ihr da seht, das ist die Podcasts-App rechts, die auf Apple einfach dabei ist. Ich glaube seit iOS 8. Wer Android hat, kann sich dort den Antenna-Pod zum Beispiel runterladen. Da gibt es dann überall Verzeichnisse, wo man eben thematisch mal nach Podcasts suchen kann. Da vielleicht noch ein paar Tipps für Multimedia-Bearbeitung. Ich verwende viel Audacity oder Movie Maker, um dann aus so Podcasts auch mal Teile rauszuschneiden, sich die vielleicht zu so Zusammenfassungen zusammenzubauen. Oder auch YouTube.dl. Also YouTube ist ein bisschen problematisch, weil man ja keine Videos sich runterladen kann offiziell. Das heißt, man muss eigentlich theoretisch die ganze Zeit das Handy offen laufen lassen und online sein, um YouTube-Videos anzuschauen. Das heißt, mit YouTube.dl kann man relativ einfach sich einzelne YouTube-Videos runterladen und mit FFmpeg kann man dann aus den Videos auch die Audiospur rausziehen. Und das ist so ein typischer Workflow. Ich habe ein YouTube-Video, ich lade es runter, ich mache die Audiospur, ich lege es in die Dropbox. Und dann, wenn ich das nächste Mal im Zug fahre, kann ich mir im Prinzip die Vorträge auch in der Audioversion unterwegs anhören. Also auch ein Teil meiner Inbox. So, das ist der letzte Steckbrief. Aufgaben, Wunderlist. Ich habe früher mal die Outlook-Aufgabenverwaltung verwendet. Die ist ja zu Recht sehr hässlich. Auf Mac gibt es da einige schöne Sachen. Auf Windows war so Wunderlist eigentlich mit einer der großen Errungenschaften, dass da wirklich mal eine hübsche App kam, die im Web mit einer Windows-App und auf Mobile sehr gut funktioniert. Was die macht, ist im Prinzip einfach Aufgabenlisten zu verwalten. Man kann Leute in Aufgabenlisten einladen. Es gibt eine Sicht, es gibt diese Inbox, das verwende ich eben genau, wer die Grafik von GTD vorhin im Blick noch hat, verwende ich so wie die GTD-Inbox. Dann gibt es so eine Heute-Sicht, das sind alle Aufgaben, die ich heute machen muss und es gibt eben eine Unterteilung in Listen. Zu allen Listen kann ich Leute per E-Mail einladen, das heißt, wenn ich jetzt mit Dirk zusammen ein Projekt machen würde, könnte ich sagen, hier auf die Liste lade ich den Dirk ein und dann haben wir das als geteilte Liste, so ähnlich wie man in OneNote, in OneDrive einen Ordner teilen kann oder in der Dropbox. Und so ähnlich wie eben OneNote auch, gibt es eine App, das heißt, die gibt es auf Windows, die gibt es auf den mobilen Endgeräten und man kann die auch über If This Then That automatisieren, vielleicht auch so ein bisschen für Power-User, also man kann jetzt so, was weiß ich, wenn man sich irgendwie neue Bookmarks in Pocket speichert, dafür sorgen, dass automatisch in so einer Leseliste Aufgaben erzeugt werden, Studie XY quasi lesen, und dann ist das gekoppelt. Genau, soweit mal mit dem kurzen Durchflug. Jetzt hatte ich ja schon angekündigt, ich muss einen Schluck Tee trinken und würde euch einfach mal fragen, was euch jetzt interessieren würde, zu vertiefen oder sich anzuschauen und dafür... Moment, lade ich jetzt hier mal gerade diese Umfrage. So, und jeder hat jetzt die Möglichkeit, da eine Stimme abzugeben bei diesen 7 Sachen und vielleicht auch noch eine Notiz in Chat zu posten, was euch besonders interessiert. Und da warten wir jetzt mal eine Minute, bis die Umfrage irgendwie eine klare Meinung widerspiegelt. Ich trinke einen Schluck und in der Reihenfolge wird man die dann angeben. Und also die nächsten 10, 12 Minuten drauf verwenden. Okay, da sagt jemand, ob ich was auf der Tonspur sagen kann. Genau, also Wissenslandkarte, Bookmarks, Notizbuch, Suche, Audio und Aufgaben mit Wunderlist. Das sind die 7. Ablage in OneNote kommt im Chat.
Genau. Also ist so, da kommt mit dem Tool wurde die Umfrage gemacht. Das ist ein Standard-Tool, was in Skype for Business dabei ist. Also wir machen ja im Moment quasi dieses Webinar über Skype for Business und dort gibt es quasi Umfragen als Standard-Tool. Also Dirk, du musst mal den Notar spielen. Für mich sieht es so aus, als ob die Wissenslandkarten und OneNote ist ein Das bisschen ist, vorne. Moment, ich muss jetzt hier also mal. man sieht rechts ja die Zahlen. Also ich würde das nach den Zahlen nehmen. Da sieht Ah, man es ja, ziemlich klar. deutlich. 13, 8, 7 Also derzeit. OneNote liegt vorne. Nee, Dann. vorne liegt die Ablage. Ah, siehst du, ich bin im Browser unten. Genau, Die, wissensorientierte also. Ablage. Ja. Ablage ist 1. OneNote ist 2 und 2 derzeit. Wissenslandkarte. Ja, ich habe Und. gerade, jetzt kann man nicht mehr abstimmen. Tagging war nicht dabei, Sibylle. Ja. Gut, also Also OneNote der Ablage und wissensorientierte Wissenslandkarte. Ablage, OneNote und hier Wissenslandkarte, würde ich denken. Genau. So, dann switche ich hier mal um. Ja, Magnus hat die perfekte Übersicht gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Dann muss ich mal hier umschalten und zeige euch meinen Desktop. Und dann würde ich hier mal in die Ablage springen. Kann man das sehen? Seht ihr den Desktop? Ja, Okay. also es wird geladen noch bei mir. Okay, sag mal kurz Bescheid, wenn du siehst. Jetzt ist da. Jetzt ist da. Warte mal, ich mache mal gerade mein Videobild noch hoch, sonst sehe ich da nichts mehr. Zack. So. Genau, also wissensorientierte Ablage. Was ich halt als sehr wichtig empfinde, ist, wenn man mehrere Personen hat, die sich irgendwie gemeinsam organisieren wollen in der Ablage, ist, dass man einen Weg findet, dass alle die gleichen Ablageprinzipien teilen. Sonst führt es nämlich dazu, dass jeder so seinen eigenen Pool irgendwie hat. Jeder hat so im schlimmsten Fall auf seinem Notebook oder in seinem persönlichen Mitarbeiterlaufwerk irgendwie was abgelegt und jeder hat eine andere Namensnomenklatur. Und ich würde sogar fast so weit gehen, es ist egal, wie die Struktur ist, Hauptsache die Teams haben sich auf was geeinigt. Und wir haben das damals bei uns so gemacht. Das ist das Ergebnis, was man hier sieht, diese 8 Ordner. Wir sind auf Basis einer ISO 9001-Zertifizierung mal hergegangen und gesagt, wozu müssen wir denn ohnehin dokumentieren? Ne, wo dann zum Beispiel, ich gucke mal gerade, kann man vielleicht ein bisschen größer machen, dann kann man das noch ein bisschen besser sehen. So. Wo man dann sieht, man muss halt zum Beispiel zu Produkten, welche Versionen von Produkten sind draußen, was sind alte Stände, was sind die Spezifikationen, das muss man vorhalten. Oder Projekte beispielsweise. Also welche Projekte laufen gerade, welche Projekte sind schon abgeschlossen, wie kann neuer Mitarbeiter Informationen zu alten Projekten finden. Da können wir auch gleich nochmal reingucken. Dann natürlich das ganze Thema Prozesse. Also sprich, angefangen bei banalen Sachen, administrative Prozesse, wie mache ich Urlaubsantrag, wie mache ich Reisekostenabrechnung, solche Dinge. Und dann hier, das ist halt dieser wissensorientierte Aspekt, die Wissensgebiete. Manchmal Fachgebiete oder einfach auch nur Themen. Das ist also die Grundidee. Natürlich stecken Informationen zu diesen Wissensgebieten in Produkten. Ne, wenn wir sagen, wir haben ein Community Management Seminar zum Beispiel, dann steckt da vielleicht mal eine Studie zu Community Management drin. Das Problem ist nur, wenn ich an einer Stelle mal wissen will, was sind denn aus unserer Sicht die relevanten Inhalte zum Community Management, dann will ich die nicht aus 5 Projektordnern und 2 Produktordnern rausfiltern. Das gleiche gilt für Projekte. Also kann man hier kurz reinspringen. Da hat man hier jetzt halt so eine laufende Sicht oder eine Sicht laufender Projekte, wo immer so der Kunde oder die Zielgruppe vorne steht, auch interne Projekte. Und es gibt entsprechend ein Archiv, wo alte abgeschlossene Projekte drinnen sind. Und was wichtig ist, die folgen alle einer Vorlage. Die liegt hier auch oben drin. Kann ich auch mal kurz reinspringen. Das heißt, hier innen drin hat man immer die Angebote, Geheimhaltungsvereinbarung, Materialsammlung, das ist so ein typischer Ordner, wo Sachen dann hinterher in den Wissensgebieten landen könnten. Also während man das Projekt bearbeitet, sammelt sich da einfach viel an, was man hinterher eigentlich dann in anderen Projekten wiederverwenden kann. Aber kein Mensch durchsucht alte Projektlaufwerke oder alte Projektordner nach Informationen. Das heißt, wenn ich nicht einen Prozess schaffe, der am Ende des Projekts sagt, okay, die Sachen sind wichtig, die ziehe ich raus und lege sie woanders hin und lege sie dort thematisch ab,
dann habe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, finde ich die nie mehr. Oder muss das Gleiche einfach nochmal suchen. Ja, und dafür haben wir quasi dann hier diesen Wissensgebietsordner. Der funktioniert einfach so. Kann hier mal ein bisschen runterscrollen. Man sieht klar, wie das Dateisystem das macht. Alphabetisch sortiert sind da sozusagen alles Inhalte zu den Themen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen will, was weiß ich, wo ist denn die neue Version der ISO 9001, dann weiß ich unter DIN EN ISO 9001, dort finde ich das entsprechend. Da finde ich aber auch die alten Versionen, da finde ich die Studien, da finde ich die Leitfäden, wie man das sozusagen implementiert. Das steckt alles da drin. Schau mal darüber durch, wenn irgendwie Fragen dazu direkt sind im Chat. Wenn ich meinen Desktop präsentiere, dann sehe ich den Chat nicht. Wenn da was kommt, könntest du mir das kurz rüberwerfen. Also das dazu, ich würde es einfach so machen, ich gehe jetzt auf OneNote noch ein und auf die Wissenslandkarte noch ein, kurz, und dann machen wir Ich hätte hinten von dran meiner einfach nochmal. Seite jetzt nochmal eine Frage direkt da rein. Genau diese Dokumente, die jetzt in Produkten entstehen, wie wandern die in Wissensgebiete rüber? Kopiert ihr die am Ende vom Projekt rüber oder gleich, wenn sie entstehen? Oder macht ihr einen Link dazwischen, dass das bloß einmal da ist und du machst so einen symbolischen Link? Wie macht dann das? Also wir haben mal mit Bibliothekaren gesprochen, und die haben gesagt, wenn man irgendwie auf der einen Seite ein Regal hat, wo man alles, was zu Wirtschaftswissenschaften gibt, ablegt oder hinstellt, in der physischen Bibliothek, und auf der anderen Seite irgendwo einen thematischen Handapparat macht, dann arbeitet man da nicht mit Verweisen, sondern legt es einfach zweimal ab. Und wir haben am Anfang angefangen, mit so Verknüpfungen zu arbeiten, weil man ja auch ein bisschen Dateiplatz vielleicht sparen will. Haben dann aber gelernt, dass dann einer löscht die Datei im Produktverzeichnis, weiß gar nicht, dass da ein Link drauf besteht, und dann ärgert man sich. Das heißt, haben eigentlich diese Erkenntnis aus dem Bibliothekswesen kopiert und sagen, wenn jetzt im Projekt meinetwegen in den Materialsammlungen es irgendwas gibt, machen wir mal so ein Beispiel, mal hier ins Archiv, wenn da früher mal dieses Adidas Corporate University Projekt zum Beispiel, Adidas Learning Campus, dort hat sich sehr viel Inhalt gesammelt zu Corporate Universities, welche Forschung gibt es da, welche Fallbeispiele. Und das sammelt sich dann da erstmal, wenn wir hier in die Vorlage schauen, in dieser Materialsammlung. Und es gibt quasi an dem Projekt Meilensteine, Punkte, wo man sagen, sind da Inhalte dabei, die wir unter Wissensgebiete Corporate University allen bereitstellen sollen. Und das ist in den Rollen der Projektleiter und der Produktowner und der Prozessowner verankert, dass man zu bestimmten Meilensteinen, aber auch in so einer Art Frühjahrsputz einmal im Jahr einfach draufschaut, sind da Inhalte dabei, die man da rauslösen sollte und die irgendwie allen zur Verfügung stehen sollen. So ist das organisiert, also relativ hands-on, nicht automatisiert, keine Semantik, keine Regeln, sondern es ist Handarbeit, Dinge in die Hand nehmen. Gut. Ich habe ja noch eine Frage von der Jenny Geipel, die habe ich deswegen mal freigeschalten, damit sie die Frage selber stellen kann. Ja. Und sie ist Jenny, hörst du uns? gut, da ich jetzt nichts höre, stelle ich sie doch mal. Die Frage ist, wie schafft ihr es, dass die Leute die Inhalte dort auch reinladen und wie sieht es mit der Motivation hier aus? Na, ich habe ja vorhin gesagt, mein All-Time-Number-One-Top-Tool ist Zeit. Das heißt, ich kann mal kurz hier mein Outlook aufmachen. Wir haben bei uns die Regel, dass sozusagen Freitage immer Lerntage sind. Also so ein bisschen Anlehnung an die Google 20% Zeit. Sind wir 4 Tage irgendwie unterwegs, machen Projekte, arbeiten mit Leuten zusammen. Freitag ist immer Lerntag. Und da sind eben auch Tage dabei, wo man sagt, Mensch, wir müssen uns jetzt mal das Thema Corporate Universities vornehmen oder wir gehen mal unsere Wissenslandkarte durch und sagen, hat da jemand in seinen Projekten was gesammelt, was man sinnvollerweise überführt? Wenn wir diese Zeit nicht hätten, ist es unmöglich, sozusagen das hinzubekommen. Man muss das in den Prozess verankern und verstetigen und zur Routine machen, sozusagen solche Lernzeiten einzuplanen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und dann motivatorisch muss man gar nicht so viel tun, weil die Leute einfach feststellen, da ist jetzt jemand anderes, der ist im Projekt in München und arbeitet an dem gleichen Thema. Und da kriege ich jetzt was mit und das kann ich gleich in meinem Projekt verwenden und das wird halt sehr, sehr schnell als sehr hilfreich empfunden. Und je öfter man das quasi gemeinsam macht und als Routine verankert, desto mehr kommt man dann auch mal im Projekt drauf. Mensch, jetzt habe ich da die Studie zu Intranets gekauft, das könnte ja für andere auch spannend sein. Lege ich es unter Wissensgebiete/Intranet gleich noch ab.
Ist aber auch was, was im Laufe der Zeit wächst. Ich denke, Zeit und wirklich diese Wissenslandkarte zu sagen, ich habe eine thematische Struktur, die ich hier langhangeln kann, das ist eigentlich das Wichtigste. Zweifelsfreier Blick in OneNote noch. Ich habe vorhin schon gesagt, OneNote hat die Möglichkeit, hier so verschiedene Notizbücher zu machen. Ich kann ja auch beliebig viele öffnen. Da ist vielleicht noch spannend, Notizbücher können an beliebigen Stellen liegen. Also ich kann ein Notizbuch einfach auf meinem Rechner legen, ich kann es auf einen Webserver legen, ich kann es in SharePoint legen, im Intranet, ich kann es irgendwo in die Cloud legen und beliebige Leute können darauf arbeiten. Das macht für mich OneNote zu so einem Werkzeug, was ähnlich flexibel ist wie E-Mail, ne, wo ich die ganz verschiedenen Kontexte, also verschiedenen Arten von Internheit oder Externheit eben abbilden kann über diese Hülle der Notebooks. Ein Notebook hat dann hier oben drin, so ähnlich wie vielleicht das eigene Notizbuch, sogenannte Abschnitte. Da kann man auch, wenn man möchte, beliebige Farben vergeben. Also man sieht jetzt hier vielleicht so ein bisschen das, was die Projekte im Dateilaufwerk waren, hat bei uns die Farbe grün, dass man gleich so erkennt, wo sind Projekte. Wissensgebiete hat die Farbe orange. Ja, und hier könnte ich jetzt zum Beispiel mal, das hatte ich vorhin aufgemacht, einfach mal die Seite aufmachen, mit der ich dieses Webinar heute geplant habe. Ja, wo ich einfach gesagt habe, ich habe hier mal gescannt, was war denn in dieser 2010er Vorstellung drin, was war in der 2011er drin und was würde ich sozusagen für euch heute jetzt hier in die packen. Ja, man sieht, da waren es noch ein paar mehr Tools. Also so hat sich quasi in dem OneNote jetzt diese Struktur rauskristallisiert. Hier auf der rechten Seite sieht man, jeder Abschnitt kann beliebig viele Seiten haben. Ja, wenn man jetzt in ein Projekt zum Beispiel denkt, hat man oft hier ein Datum vorne dran stehen und was weiß ich, die Protokolle der einzelnen Termine da zum Beispiel drin stehen. Oder wenn man jetzt in Wissensgebiete schauen würde, eben alphabetisch eine Liste von Wissensgebieten. Nur immer auch mit der Idee, das wandert später mal nach draußen ins Wiki eben entsprechend rein. Kann ich jetzt hier nicht zeigen, nicht den Screen sharen, aber ich kann es mal kurz in die Kamera halten. Mache einfach mal die OneNote App auf. Die gleiche Struktur im Prinzip. Falls man hier gerade hin, sieht man wahrscheinlich nicht, ist zu hell. Aber das ist die gleiche Seite jetzt im Telefon in OneNote und wenn jetzt ich sozusagen da irgendwas ändern würde, würde das instantan eben auch in OneNote erscheinen. Und das macht es für mich halt extrem praktisch, dass die Sachen überall verfügbar sind und ich dann nicht irgendwie jetzt gerade an was weiterschreiben will, aber ich habe das Notizbuch nicht dabei, wo ich angefangen habe. Suche hatte ich vorhin gesagt, durchsucht sozusagen das ganze OneNote. Na, da könnte ich jetzt mal suchen nach, was weiß ich, Community, man sieht, instantan, eben hier kriegt man, wo gibt es Matches im Titel, wo steckt es entsprechend in den Seiten drin, die Suchergebnisse und, Moment, ich habe jetzt bei mir hier, können wir gerade gucken, können wir hier auf Start, na, ich könnte jetzt theoretisch hier auch diese Seite, wenn ich die jemand schicken will, kann ich die per E-Mail verschicken, ich kann Aufgaben nach Outlook exportieren. Wenn ich hier innen drinnen feststellen würde, an den drei Sachen müsste ich eigentlich was tun, könnte ich jetzt beispielsweise hier das auch einfach als Aufgabe signalisieren, ne, und kann dann hier markieren, habe ich das erledigt oder habe ich es nicht erledigt. Und so wird es quasi so eine Mischung aus Dokumentationstool und Aufgabenverwaltung. Und für mich war das so ungefähr die Art und Weise, wie ich mit meinem Moleskine-Notizbuch gearbeitet habe. Nämlich, ich schreibe da was und wenn irgendwie Actionable Items, so wenn wir an GTD denken, auftauchen, dann habe ich im Prinzip da einfach einen Kreis rumgemacht und der hat mir gezeigt, an der Stelle musst du jetzt noch was tun. Nur blöderweise hat man dann oft das Buch nicht mehr dabei gehabt oder es war schon voll, wenn man mal Zeit hatte, was zu tun und das ist eben digital viel einfacher. So, jetzt haben wir zwei Tools mal durch. Ich hatte gesagt, zwei bis drei. Ich würde am Ende gerne so eine kleine offene Fragen-Session noch machen. Dementsprechend springe ich jetzt mal zurück und würde euch... Ich habe ja noch eine Frage. Wie verbindest du das mit den Aufgaben im Outlook? Und Lucy Wollenweber, ich gebe das mal, ich gebe sie eventuell mal selber frei. Dass das noch. Du meinst jetzt die Tasks, also die Tasklisten, die in Outlook. Warte mal, ich heb mal die Stummschaltung auf. Sie könnte jetzt also vielleicht, glaube ich, selber die Frage nochmal erläutern dazu. Hm? Dann ist die Frage, ob die Stummschaltung, Aufhebung funktioniert hat. Okay, ja. Wunderbar.
Das ist genau das, was mich mit Outlook und OneNote umtreibt, diese Verbindung zwischen Outlook und OneNote, sowohl ja hauptsächlich mit den Aufgaben, weil man ja die Aufgaben in OneNote erstellen kann. Nutzt du Aufgaben ja auch in Outlook? Wie machst du da diese Verbindung mit Tagging oder was auch immer? Also ich nutze die in Outlook eigentlich gar nicht mehr. Der Grund ist, weil ich diese unendlich hässlich finde. Und der zweite Grund ist, weil die mit dem iOS Mail Client nicht gut synchronisieren. Das heißt, meine zentrale Aufgabenverwaltung ist mittlerweile Wunderlist. Und ich mache das auch so, dass ich jetzt, wenn ich in einem Meeting zum Beispiel Aufgaben mitprotokolliere und ich die nicht gleich nach dem Meeting mache, also wenn ich sie gleich danach mache, hake ich die einfach ab und dann wandern die nirgendwo hin. Wenn ich sie aber nicht gleich danach mache, übertrage ich die nach Wunderlist. Also Wunderlist ist quasi das führende System für Aufgaben. Okay, danke. Bitte. So, ihr müsstet jetzt eigentlich so ein F&A, also Frage- und Antwortfenster sehen. Ich würde jetzt einfach die letzten 6 Minuten, die wir haben, dafür verwenden, dass ihr eure Fragen, die jetzt noch offen sind, quasi da reintipsen könnt. Ich hoffe, das sieht jeder. Dirk, kannst du das sehen? Ja, ich kann es sehen. Wir hatten noch als dritten Punkt, ich weiß nicht, war ja noch hier diese Wissenslandkarte, wie du damit arbeitest, dann erwähnt. Hast du das mit vorbereitet? Ja, ich habe es nicht vorbereitet, aber ich habe gesagt, oder wolltest du das? Ein Ende ein paar Minuten noch für allgemeine Fragen haben und wenn wir das jetzt noch machen, dann können wir da sozusagen nicht mehr drauf eingehen. Also ich würde sagen, falls jemand noch Fragen hat, genau, da kommt schon die erste, dann machen wir die und wenn dann noch Zeit ist, kann ich zu den Wissenslandkarten noch was sagen. Gut. Also wer will, einfach nach und nach Fragen eintragen. Lucia fragt, wie ist die Verbindung zu Wiki bei euch? Ich kann das Wiki mal gerade zeigen. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, das ist einfach wiki.cognion.de, da kann auch jeder drauf zugreifen, weil das ist offen. Das ist ein Mega-Wiki, so wie in der Wikipedia auch. Und um die Frage ganz kurz und knapp zu beantworten, würde ich sagen, es gibt keine technische Verbindung. Es ist einfach so, dass die Maßgabe ist, das, was wir veröffentlichen können und dürfen, ne, aus Kundenprojekten darf man natürlich nicht alles veröffentlichen, aber das, was wir können und dürfen, versuchen wir auch zu veröffentlichen. Und dann ist es einfach ein Copy und Paste von OneNote-Inhalten ins Wiki raus. Wo man dann auch umformatieren muss, weil OneNote eher HTML-basiert ist und im Wiki gibt es so eine Syntax. Aber da wandert eben Stück für Stück Sachen, die jetzt im Adidas Learning Campus zum Beispiel Podcast-Checklisten waren, die wandern dann aus dem OneNote in das Wiki rein. Die Lucia fragt, dann ist OneNote eine wirkliche Inbox? Nein, das kann man vielleicht falsch rüber. Meine Inbox ist Outlook maßgeblich und Wunderlist ist sozusagen die Inbox der Aufgaben im Sinne von Getting Things Done. Also der Eingang, kann ich mal gerade die Wunderlist aufmachen nochmal. So sieht die aus. Da gibt es so einen Eingang. Das heißt, wenn jetzt heute von euch einer sagen würde, kannst du mir noch nächste Woche den Link zu XY schicken, dann würde ich das hier reinschreiben und das ist genau diese obere Kiste in dem OneNote, in dem Getting Things Done, die ihr auf der Grafik gesehen habt. Also das ist diese Liste, wo ich regelmäßig drüber gehe und mir überlege, muss ich da was mitmachen, mache ich es gleich, mache ich es irgendwann, kann ich es jemandem delegieren, das ist natürlich noch viel besser. Wenn man Aufgaben zugeteilt bekommt in Outlook, Übertragung nach Wunderlist möglich? Ja, allerdings auch Copy-Paste. Also da gibt es meines Wissens nach zumindest, kann sein, dass ich da auch nicht auf dem Stand bin, keine technische Schnittstelle. Und das heißt, man nimmt die Aufgabe und trägt die rüber, wobei bei uns ist es jetzt so, bei den Kunden, mit denen wir arbeiten und auch dem Netzwerk, mit dem wir arbeiten, ich habe schon ewig keine Aufgabe mehr aus Outlook zugeteilt bekommen. Also ich habe das Gefühl, dass diese Aufgabenverwaltung in Outlook nach und nach an Bedeutung verliert und würde jetzt mal mutmaßen, ohne das von Microsoft intern zu kennen, dass die so ein Werkzeug wie Wunderlist kaufen und in Office 365 einfügen, um eben nach und nach diese Aufgabenverwaltung in Outlook durch sowas abzulösen. Na, das vielleicht so als kleiner anderer Tipp noch, wer Office 365 hat, da ist ein Tool drin, das heißt Planner und das ist so eine Art Klon von Trello. Trello ist also ein Taskboard-orientierte Verwaltung von Aufgaben, die wir früher auch viel genutzt haben, wo man so Spalten machen kann, To-Do, Doing, Done, wie man das aus Scrum zum Beispiel kennt. Und das kann man in Office 365 mit Planner machen und ich vermute mal, irgendwann wird Outlook neben Planner, neben Wunderlist stehen.
wäre eine Vermutung. Weiß nicht, wenn da einer mehr weiß, gerne im Chat oder hinterher im Kommentar. Dann hat der Magnus noch gefragt, wie entscheidet man zwischen Wiki und OneNote? Die haben ja beide ähnliche Funktionen. Das ist bei uns recht einfach, weil das Wiki ist öffentlich. Also wir haben, unser Wiki war bis 2005, war das quasi unser Intranet. Und wir hatten halt immer das Problem, uns fragt jemand, Mensch, hast du gute Literaturtipps zum Thema XY oder was ist eigentlich digitale Transformation? Da hat man irgendwie immer angefangen, im Wiki nachzugucken und dann irgendwie Inhalte zu kopieren, mit E-Mail zu verschicken. Und dann haben wir in 2005 gesagt, Mensch, lass uns doch die ganzen kundenrelevanten Informationen einfach aus dem Wiki raus, packen. Also die kann man natürlich nicht ins Internet stellen. Ab dann ist quasi das, was vorher unser Intranet war, öffentlich geworden. Und so gesehen kann man sagen, da ist die Grenze, dass OneNote auf der einen Seite das Persönliche ist oder auch so unser Intranet ist OneNote basiert. Also unsere Prozessbeschreibungen und solche Sachen sind auf OneNote und alles, was Wiki ist, ist öffentlich. Na, da kann man die Entscheidung leicht treffen. Ich weiß im Unternehmen, wenn jetzt einer so ein Confluence-Wiki oder sowas hat, intern als Ergänzung zum Intranet, da ist es ein bisschen schwieriger. Also ich kann mir vorstellen, dass OneNote in den nächsten Jahren da den Wikis ein bisschen Konkurrenz auch machen wird. Ja, das war jetzt die letzte Frage, die ich Nee, das noch. ist der, du Nee? hast nicht runtergescrollt, da Okay. kommen noch mehr. Was genau ist Wunderlist? Ist zum Beispiel, wenn du runterscrollst. Ja, okay, sorry. Kommen Wunderlist, ja. Bücher Wunderlist selber ist hin. wunderlist.com. Das hier ist die Wunderlist. Also Wunderlist ist so ähnlich wie Remember the Milk oder OmniGraffle. Für die Mac-User ist das quasi ein Taskverwaltungssystem. Ja, wo ich eben eine Inbox habe und Aufgabenlisten, hatte ich vorhin eine in den Folien, da schicke ich euch auch allen noch den Link, dass ihr die Folien euch runterladen könnt, das nachschauen könnt. Wie gesagt, wunderlist.com. Ich glaube, man kann sich so mittlerweile nicht mehr anmelden, sondern es geht nur noch über Office 365. Kann ich Zeilen aus einer CSV-Datei nach Wunderlist übertragen? Kann man leider nicht. Habe ich auch ab und zu mal den Use Case, aber das geht nicht. Slack habe ich mal probiert, ja. Das ist die Frage von Nikolas. War eine Zeit lang ja so ein bisschen der New Kid on the Block, was so das Messaging angeht, ist auch tatsächlich ein ganz gutes Tool. Es fehlen ihm ein paar essentielle Funktionen, finde ich. Also zum Beispiel die so Threaded Discussion, also dass man auf Posts antworten kann und so weiter, das fehlt. Dafür haben wir, das hat es jetzt hier nicht in die Top 7 geschafft, sehr viel Yammer im Einsatz. Und auch jetzt Microsoft Teams. Also Microsoft hat ja mal überlegt, Slack zu kaufen, haben sich dann dagegen entschieden, haben aber mit Microsoft Teams jetzt sozusagen ein Produkt, was versucht, die Nachteile von Slack zu bereinigen oder aufzuheben und das sozusagen als Konkurrent, da kann man dann auch Videokonferenzen im Stream machen und wenn die Videokonferenz zu Ende ist, wird es gleich als Video konserviert und so weiter. Also wenn das interessiert, teams.microsoft.com, kann sich das mal anschauen. So, Präsis sehe ich, Slack ist super, ja, Jen. Ja, ich mag es auch, es war, ist gut, aber wie gesagt, wenn es viel wird, wird es schwierig. Jetzt schaue ich auf die Uhr, wir haben schon 14 Uhr und 1. Ja, Ich genau. will auch nicht die Leute, die sozusagen jetzt Anschlusstermine haben, denen irgendwie ein Problem verschaffen. Ich würde gerne eine Bitte noch mit auf den Weg geben. Wenn ihr auf cognion.de geht, dann habe ich dort so eine Blogparade angelegt. Ich habe am Anfang schon gesagt, was ich euch jetzt erzählt habe, ist meine Sicht, so wie es für mich funktioniert. Mich würde interessieren, was sind denn eure Lieblingstools? Welche Methoden, Werkzeuge, Hilfsmittel nutzt ihr? Und dafür gibt es da unten so ein Kommentarfeld. Nehmt euch vielleicht jetzt einfach noch 5 Minuten und postet einfach nur ein paar Stichpunkte. Was sind für euch die Top 3, die Top 5? Damit wir da eben auch von allen anderen sichtbar machen, was sind da vielleicht noch gute Tipps und Tricks. Ja? Und wer mag, der Dirk hat vorhin auch den Link gepostet zum Wissensmanagement-MOOC. Würde ich sagen, der kann da natürlich auch teilnehmen und von den ersten 2 Modulen sich da entsprechend die Inhalte noch anschauen. Ja, dann würde ich sagen, weiß nicht, Dirk, hast du noch einen Punkt, den wir Leuten noch mitgeben wollen? Nein, ich denke mal, es ist relativ vollständig gewesen. Ich fand es ganz toll und informativ. Ich weiß nicht, wie das allen anderen gegangen sind. Die können ein kurzes Feedback vielleicht das Chatfenster eintragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die tollen Informationen und die offenen Informationen vor allen Dingen. Alles Und freue klar. mich auch schon auf den Videomitschnitt, den Simon zugesagt hatte, hinterlegt er in YouTube. Und wir verlinken ihn dann auch im WMOOC entsprechend an der Stelle jetzt, wo die Live-Session angekündigt war. Sehr gut. Dann lasse ich jetzt den Chat noch ein bisschen offen, wer sich noch austauschen will. 10 Minuten.